Und ich begrüße jetzt in Berlin Arne Dels von Bloomberg News. Das heißt, Sie schreiben ja oder berichten in den USA über Deutschland, so ein bisschen also Deutschland mit der US-Brille. Wie würden Sie denn dieses Thema, was die SPD da vorschlägt, den Leserinnen, den Lesern, den Usern in den USA verkaufen? Was ist das? Versteht man das dort? Ja, guten Morgen. Also Steuersenkungen klingen natürlich erstmal einmal gut, gerade auch in den Ohren amerikanischer Leser und Zuhörer. Man hat allerdings ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so richtig durchgerechnet ist. 95% der Steuerzahler sollen entlastet werden und 1% soll dafür mehr zahlen. Da fragt man sich schon so ein bisschen, wie das zusammengehen soll. Ich denke mal, da hat man das Gefühl, dass erstmal die deutsche Kanzlerpartei darum kämpft, dass sie möglichst gut durch den Wahlkampf kommt. Ob das jetzt alles so kommt am Ende, ich glaube, da wissen auch manche Amerikaner, dass das vielleicht nicht ganz so passieren wird. Wenn wir uns das mal anschauen, wir sind da ja auch ein bisschen von Seiten der EU, aber auch von Seiten Deutschlands im Wettstreit mit den USA, wenn es zum Beispiel um die Ansiedlung von Industriearbeitsplätzen geht. Ist das Konzept, was die SPD gestern vorgeschlagen hat oder skizziert hat, das soll ja dann noch in andere Formen gegossen werden, ist das das etwas, was Ihrer Meinung nach uns ein bisschen wettbewerbsfähiger macht? Also gerade dieser Vorschlag, dass man sogenannte Besserverdienende besteuert, trifft natürlich dann auch möglicherweise inhabergeführte mittelständische Unternehmen, die ja auch Einkommensteuer zahlen, viel Einkommensteuer zahlen. Und insofern würde ich sagen, in dem Punkt könnte es sogar kontraproduktiv sein, weil man ja dann eben Unternehmen noch mehr belastet, heimische Unternehmen, was man ja eigentlich nicht möchte. Ansonsten diese E-Auto-Prämie klingt gut, behebt natürlich auch nicht das Problem, dass die deutsche Autoindustrie im internationalen Vergleich, gerade was China angeht, auf dem E-Auto-Sektor nicht unbedingt wettbewerbsfähig ist. Das mildert das Problem möglicherweise ein bisschen. Aber ich denke nicht, dass es das wirklich beheben wird. Insofern, nein, ich glaube nicht, dass dieses Konzept eigentlich für die Herausforderungen der Zukunft das richtige Rezept ist. Wenn ich mir auf die Wirtschaftsdaten mal schaue in den USA, sehe ich schon, dass es der Wirtschaft in den USA schon deutlich besser geht jetzt als der deutschen Wirtschaft. Könnten wir denn mal andersrum, könnten wir von dort irgendetwas lernen, was man auch tatsächlich bei uns implementieren kann? Ich frage das, wie gesagt, nochmal auch in Bezug auf Ihre Rolle als Berichterstatter in den USA. Naja, das ist im Grunde etwas, was ja auch schon die derzeitige Regierung versucht, dass man weniger Regulierung macht, dass man versucht, die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft etwas zu enthemmen, dass man vielleicht auch dem Individuum mehr Gestaltungskraft zubilligt. Ich denke mal, das versucht auch diese derzeitige Regierung schon. Aber wir wissen ja, die Ampelkoalition arbeitet da zum Teil auch gegeneinander, sodass eigentlich dieses bestimmt auch von Kanzler Scholz erkannte Problem nur sehr teilweise gelöst werden kann. Aber sicher ist Scholz auch jemand, der gerne in die USA rüberschaut und dann natürlich auch bestimmte Ideen sieht, die er auch möglicherweise gerne hier implementieren würde. Jetzt möchte ich das Thema wechseln und mal auf Ihren Terminkalender schauen und mal auf die Eintragung so am Freitag schauen. Dort wird es dann ja einen Besuch geben, nämlich von Joe Biden, dem noch amtierenden US-Präsidenten. Was können wir denn da erwarten? Weil eigentlich ist er ja ein Präsident auf Abruf. Ja, das Ganze entbehrt nicht der gewissen Ironie. Nun hat er ja letzte Woche kurzfristig musste absagen wegen des Hurricanes. Jetzt werden in Berlin schon wieder, wenn man hier rumläuft, im Regierungsviertel schon wieder die Gitter und Barrikaden aufgebaut. Mir scheint so ein bisschen, selbst die Berliner Polizei ist jetzt ein bisschen überrascht, wie schnell der Besuch nachgeholt wird. Es wird ein deutlich abgespecktes Programm. Dieser ganze Ukraine-Teil, der findet ja gar nicht mehr statt.
Der sollte ja gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten stattfinden. Ich denke mal, die Hoffnung auf beiden Seiten ist bei Biden, also bei Präsident Biden, so meine ich, dass er einfach sich hier nochmal mit seinem wichtigsten Verbündeten Europa gemeinsam zeigt. Vielleicht hofft, dass das irgendwie in der amerikanischen Wählerschaft gut ankommt. Und umgekehrt der Bundeskanzler auch hofft, dass der ja noch mächtigste Mann der Welt extra nochmal hierher kommt, um sich mit ihm zusammen zu zeigen. Er erhält das Bundesverdienstkreuz, wobei man ja sagen muss, zumindest in den USA gilt ja doch Joe Biden mittlerweile als eine sehr lame duck. Und insofern weiß ich nicht ganz genau, ob da der Schub für den Bundeskanzler sehr groß sein wird. Was können wir denn noch von dem Besuch erwarten? Glauben Sie noch irgendwelche konkreten Aussagen Richtung Ukraine oder Richtung Nahe Osten? Wird da noch was ganz Konkretes passieren? Es geht ja immer noch beispielsweise Freigabe von Waffen auf russischem Gebiet. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es vor allen Dingen auch eine gewisse Emotionalität bei diesem Besuch mit dabei ist. Der Bundeskanzler hat sich immer sehr stark an Biden orientiert und ihm auch als seinen wichtigsten Verbündeten und Freund auch mehrfach bezeichnet. Das wird da nochmal zelebriert in was konkrete Hilfen nochmal für die Ukraine angeht, Taurus etc. Ist keine Bewegung zu erwarten. Wie gesagt, es ist ein Termin, der für beide Politiker vor allen Dingen auch einen gewissen Show-Effekt hat und vielleicht nochmal die transatlantische Freundschaft betonen soll, gerade ja auch vor dem Hinblick einer möglichen Wiederwahl oder Wahl des früheren Präsidenten Trump, wo man nochmal ganz deutlich machen will, dass dieses transatlantische Verhältnis sehr wertvoll ist. Sagt Arne Dess von Bloomberg News. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, bitte.